Träumst auch du den Traum vom freien Reiten? Ohne Druck und Zwang? Ohne Gebiss im Pferdemaul und ohne Sattel? Basierend auf Vertrauen, Geduld, Wissen und Respekt? Mit diesem Film möchte ich dir helfen, diesem Traum näher zu kommen. Wenn ich mein Pferd irgendwann mal gebisslos, weich und schön und ohne viel Druck reiten möchte, ist es wichtig, dass es am Boden auch schon mal gut auf Druck weichen lernt. Das ist die halbe Miete. Dann wird es von oben, vom Sattel aus, schon mal wesentlich leichter, wenn man das gut am Boden vorbereitet. Dazu gehört der Kopf, die Vorderhand und die Hinterhand. Wenn ich diese drei Teile schon mal separat bewegen kann, lenken und leiten kann, ist das natürlich super dann beim Reiten, weil genau das mache ich nachher mit meinen Reiterhilfen. Mit dem Sitz, mit dem Gewicht, mit dem Bein und dann nur noch ein bisschen am Zügel. Du solltest einen möglichst unabhängigen Sitz haben, um deinem Pferd feine Signale geben zu können, damit es versteht, was du von ihm wünschst. Wenn du ruhig, gelassen und gleichmäßig sitzt, kann das Pferd Änderungen in deiner Körpersprache lesen und darauf reagieren. Bevor du damit beginnst, dein Pferd vom Sattel aus zu arbeiten, vergewissere dich, ob die Übungen vom Boden aus abrufbar sind. So kann sich dein Pferd darauf einstellen, was du gleich vom Sattel aus von ihm möchtest. So, also ich bastle mir meist aus meinem Arbeitsseil, aus meinem Führstrick auch gleich die Zügel. Dann habe ich nicht so viel zu schleppen und dran zu denken. Und da gibt es einen super Knoten, der dafür geeignet ist. Ich nehme das Ende von meinem Arbeitsseil so doppelt, dass eine Schlaufe hier vorne entsteht, und schiebe die wiederum durch diese kleine Schlaufe, die jedes Knotenhalfter hat. Da müsst ihr nämlich darauf achten, dass dieses Stück groß genug ist. Bei manchen ist es auch so klein, dass das gar nicht durchpassen würde. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euer Pferd komplett auf Gewichts- und Schenkelhilfen umstellen könnt. Als Zwischenschritt ist es hilfreich, den Halsring zu benutzen. Beim Halsring bekommt dein Pferd keine Impulse mehr auf die Nase. Ziel ist es, nur noch einen kleinen Stick als Hilfsmittel in der Hand zu haben, um dein Pferd korrigieren zu können. Und ganz nach links mit rechten Bein, super, und der leichten Körperdrehung, und gleich nach rechts, linkes Bein, Blick Schulter leicht nach rechts, nicht zu doll, ne? Die Hüfte muss immer mitkommen, also auch hier beim gebisslosen Reiten oder auch Reiten sind die Körpersignale, das ordentliche, richtige Reiten aus der Körpermitte ganz entscheidend, um am Ende es alles leicht werden zu lassen. Ausatmen, halt. Super. Nun hast du nur noch deinen Körper, um dem Pferd mitzuteilen, was du von ihm möchtest. Das Ziel ist es, am Ende nur mit Gewichtshilfen, Schenkelhilfen oder beiden zu reiten. Was du mehr benutzt, hängt vom Pferd ab.
Toll ist es, wenn es sich so anfühlt, als wäre der Bauchnabel ein Joystick. Du verschiebst deinen Schwerpunkt, dein Pferd tritt unter dich und läuft in die gewünschte Richtung. Jetzt seid ihr frei. Viel Spaß und Freude bei der Arbeit hin zu diesem Ziel.